Jetzt kommt wieder ein hartes Video. Jetzt kommt wieder ein sehr hartes Video. Sie sind neidisch auf dich, deshalb unterstützen die dich nicht und wünschen dir niemals Glück. Es gibt diese Menschen, die beobachten dich, stalken dich, spionieren dich aus. Was ist das? Ja, aber sagen niemals was. Gerade so eigene Familie oder Freunde oder sonst irgendwas, ja. Denkst, die sind mit dir und dabei sind es deine schlimmsten Feinde und du weißt es nicht mal. Das ist das Schlimme dabei. Die beobachten dich die ganze Zeit, sagen nichts, ja. Stalken dich auf Social Media oder sonst irgendwas, wünschen dir kein Glück mit dem, was du tust, gar nichts. Sagen nichts, ja, sind komplett still, liken nichts, teilen nichts. Schreiben dir nicht gar nichts. Ja, und es sind eigentlich deine Freunde oder es ist deine Familie. Ja, und keiner sagt was. Keiner sagt so, ey, ich sehe, du machst gerade richtig geiles Zeugs, du. Lass dich nicht aufhalten, mach dein Ding weiterhin. So und so. Das ist auch Unterstützung. Das ist unterstützend. Einfach mal mentale Unterstützung. Einfach mal mentale Unterstützung. Das ist alles. Wie schwer kann das sein, jemanden mental, emotional zu unterstützen, für jemanden da zu sein? So. Wenn du siehst, so, ey, so, ich bin so jemand, wenn ich meine Freunde sehe, ja, meine Familie sehe oder sonst irgendjemand. Muss nicht mal ein Freund von mir sein oder Familie von mir sein. So, auch wenn mir Leute auf Social Media schreiben und so, hey, deine Videos, die ist das, voll geil, hast mir so viel geholfen. Gebe ich direkt wieder Kraft zurück, sag ich, ey, ja, Mann, egal was du tust, lass dich nicht aufhalten, bla bla. So bin ich. Ich gebe Kraft weiter. Diese Menschen nehmen Kraft. Weil du das Gefühl hast, ey, die stalken mich die ganze Zeit. Die stalken mich die ganze Zeit. Die sagen nichts. Das sind die gefährlichsten Menschen. Die reden die ganze Zeit hinter deinem Rücken über dich. Die reden nur Scheiße. Die sind neidisch auf dich. Diese Menschen sind neidisch auf dich. Die sehen, was du tust und sagen nichts. Die beobachten dich und geben keinen Input. Denkst du, the fuck? So. Nicht, dass du jetzt die Aufmerksamkeit willst oder sonst was. Don't get me wrong. Aber manchmal einfach ein bisschen Anerkennung ist schön. Wenn die eigene Familie dann sagt, hey, Fabrizio, so und so, ey, voll geil, was du tust. Du helfst so Menschen, dies, das, jenes, ja. Das ist heutzutage so eine Seltenheit, gerade in der eigenen Familie, gerade bei Freunden und was weiß ich alles. Gerade wenn du große Dinge tust und sowas. Die Leute von heute sind super neidisch. Super neidische Wesen. Leute sind super neidische Wesen. Und das verstehe ich nicht. Ich war noch nie so ein neidischer Motherfucker. Natürlich spürt man mal Neid und was weiß ich alles, ja. Natürlich habe ich mal Neid gespürt. Aber ich habe mir im selben Moment so gesagt, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Warum bist du neidisch? Du kannst dasselbe erreichen. Mit genug Arbeit. Mit genug Glaube an dich selbst. Hör auf, neidisch zu sein. Hör auf, es anderen nicht zu gönnen. Das macht dich so hässlich. Das macht dich so hässlich. Sag es mit mir. Das macht dich so hässlich. Es macht dich hässlich. Dieser Neid. Neid macht Menschen hässlich. Deswegen gibt es so viele. Don't shoot at me, I'm only the messenger. Aber deswegen gibt es so viele hässliche Menschen. Du siehst es, wie hässlich sie sind. Die können von außen, das meine ich nicht, die können von außen noch so hübsch sein, aber von innen sind die super hässlich. Gönnen es einem nicht, spionieren die ganze Zeit. Guck mal der, guck mal sie, der denkt auch, der ist so, die denkt auch, die ist toll. Und laufen die ganze Zeit so da rum. Sehen aus wie ein Topmodel, innerlich sind die ein Flopmodel, Alter. Innerlich sind die total verdorben, ja. Äußerlich, die sehen aus wie ein Engel, ja, innerlich sind die komplett dämonisch, teuflisch, toxisch. Und so sind die Menschen von heute. Nicht alle, don't get me wrong, aber die meisten. Die meisten leider. Deswegen, pass immer auf, ich habe das auch in der Live-Session letztens so gesagt, pass immer auf bei Menschen, die dich beobachten, die sehen, was du tust, aber die niemals Komplimente geben. Dir niemals etwas sagen, so, ey, ich sehe, was du tust, das inspiriert mich voll. Oder was weiß ich, so, nicht mal, das inspiriert mich jetzt voll, aber gib nicht auf, mach weiter. So, die sehen, was du tust und
sagen einfach nichts. Pass auf bei diesen Menschen. Das sind nicht deine Freunde. Das ist nicht deine echte Familie und was weiß ich alles. Auch wenn es deine Familie ist, die sind nicht wirklich mit dir. Sagen wir es lieber so. Die sind nicht wirklich mit dir. Die sind gegen dich. Die sind neidisch auf dich. Wünschen dir niemals Glück. Machen dich die ganze Zeit nur fertig. Ja? Sind respektlos zu dir, sorry. Sind respektlos zu dir. Missachten dich. Misshandeln dich vielleicht sogar, ja? Die ganze Zeit. So. Und nutzen dich aus und was weiß ich. Sie sehen, was du drauf hast. Sie sehen, was du drauf hast. Und deswegen nutzen sie dich aus, weil sie denken, oh ja, mit dem kann ich das machen. Der hat ja viele Gaben. Das juckt den ja nicht. Das juckt den ja nicht, wenn ich den ausnutze. Ah, das juckt mich nicht, wenn du mich ausnutzt, weil ich so viel drauf habe und weil ich mich immer wieder stabil selbst aufgebaut habe. Ah, und deswegen denkst du, du kannst ja das Privileg rausnehmen und kannst mich ausnutzen. Ah, so einer bist du. So einer bist du. Ah, du siehst, was ich alles tue und bist neidisch auf mich und denkst dir, oh, mit dem kann ich es machen, weil der ist ja stark. Der schafft es ja eh wieder. Sie schafft es ja eh wieder, auf die Beine zu kommen. Ich kann den ja ausnutzen. Ich kann sie ja ausnutzen. Ach, das juckt die ja nicht. Das juckt die ja nicht. So sind manche Menschen. Die denken genau so, ach, das juckt die doch gar nicht. Ach, das juckt die doch gar nicht. Ja, ach. Juckt die doch nicht. Ach, die kriegen sich eh nochmal auf die Reihe. Ah, ich gehe mal hin, ich mache die mal fertig, ich mache mal dies, ich nutze die mal aus. Ich mache die mal verbal fertig und so. Ach, das juckt die nicht. Die kriegen sich immer wieder hin und sowas. Manche denken so. Die denken, du bist so stabil, ja. Ach, dir muss man nichts sagen. Ja? Na, noch umgekehrt. Die denken, du bist so stabil. Die denken, die können alles mit dir machen. Weil du ja immer wieder auf die Beine kommst. Aber die checken nicht, dass A, sie sich damit mit dir verfeinden und B, dass du damit immer nur noch stärker wirst. Und C, immer weniger Bock auf die hast. Dass du immer weniger Bock auf die hast. Dass die sich mit dir deswegen verkacken. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die verkacken sich bei guten Menschen. Und im Nachhinein bereuen die es immer. Ich habe so viele Menschen schon gehabt, die haben immer wieder versucht, zu mir zurückzukommen. Und haben es nicht geschafft, weil ich es nicht zugelassen habe. Weil ich nicht dumm bin. Weil ich genau wusste, die haben mich immer beobachtet, haben nichts gesagt. Genau das, was ich jetzt hier beschreibe. Genau so Menschen hatte ich früher in meinem Leben. Solche, ach so tollen Freunde. Solche Familienmitglieder und was weiß ich alles. Solche Bekannten und was weiß ich alles. Verwandten und sowas. Ich mache große Dinge. So. Und anstatt gut über mich zu reden und stolz auf mich zu sein, nein, dann kommt der Neid raus. Du bist gar nicht mehr bei uns. Du fügst dich gar nicht der Familie zu. Du bist gar nicht mehr bei uns. Du bist gar kein richtiger Freund. Du bist so. Bro, I got shit to do. I got things to do. I got no time for you. I got shit to do. Aber das verstehen die nicht. Dass du große Ziele hast. Die sehen nur, oh, du bist jeden Tag am Acker, ne? Wie kann der nur? Das sind diese neidischen Motherfucker. Motherfucker. Das sind diese neidischen Sucker. Beobachten dich mit ihren Monokeln, ja? Ja? Haben diesen Dagobert-Blick, wie er auf sein Geld, so. Wie als wenn jemand versucht, nur einen Penny wegzunehmen. Kommt direkt Dagobert-Syndrom. Oh nein, du nimmst nichts von mir. So sind die. Nur halt so umgekehrt. Ich hoffe, ihr versteht jetzt diese Aussage. So, die haben diesen neidischen, diesen gierigen Blick da. Die sind gierig. Das sind gierige Menschen. Die dir nichts geben wollen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Sobald es darum geht, dass sie dir Energie geben müssen, sollten und sonst was. Nein, bumm, die sind ruhig. Ja. Du sagst denen vielleicht die ganze Zeit, ey, ich sehe, was du tust, ey, gib nicht auf, mach weiter, mach dies, mach das, ja, ich glaube an dich. Und es kommt nichts zurück. Werde auch gierig. Bau dir einen gesunden Egoismus auf, ganz ehrlich, viele haben deine gute Art, dein gutes Herz nicht verdient. Viele haben dich einfach nicht verdient. Viele haben deine Motivation nicht verdient. Viele haben deine Zeit nicht verdient. Deswegen, manchmal
Und dazu werde ich auch noch ein extra Video machen. Manchmal müssen wir ein kaltes Herz haben. Für manche Menschen. Ich sage nicht für alle Menschen, aber für manche Menschen müssen wir ein kaltes Herz haben. Und dürfen nicht mehr vergeben und verzeihen und vergessen und dies und das. So oft, die haben uns enttäuscht. So oft wünschen die dir kein Glück und sonst was und sind einfach nur da. Gucken einfach nur und machen nichts. Das sind die gefährlichsten Menschen, auf die kannst du dich nicht verlassen. Die nur gucken und nie was sagen. Die nur beobachten, aber nie was von sich geben. Die nur stalken und stalken und stalken und dir kein Glück wünschen. Das sind neidische Menschen, die nur auf deinen Untergang warten. Deswegen stalken sie dich. Die warten nur auf einen Moment, wo es dir dann schlecht geht. Auf einmal kommt dann die Nachricht. Hey, ich habe gehört, du hast gerade Geld verloren. Hey, ich habe gerade gehört. Das machen die dann. Nutzen deine schwachen Momente aus. Deswegen sage ich, die sind neidisch und die sind gefährlich. Und nimm dich in Acht vor diesen Menschen, weil die dir nichts Gutes wünschen. Die beobachten dich die ganze Zeit und warten nur auf diesen einen Moment, wo du dann am Lecken bist, wo du dann am Fallen bist. Und wir fallen alle, aber der Unterschied zwischen uns und diesen Menschen ist, wir stehen immer wieder auf und rappeln uns immer wieder auf. Auch wenn uns keiner hilft, wir helfen uns selbst. Auch wenn keiner für uns da ist, wir sind für uns da. Wir sind für uns selbst da. Auch wenn die Zeiten schwer sind, wir kämpfen uns und beißen uns durch. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und diese Menschen haben nicht diese Gabe, diese neidischen Motherfucker. Deswegen beobachten sie dich. On the low sind es deine Fans. On the low schauen sie zu dir auf. Aber in real life werten sie dich dann ab. Sagen, ja, du bist scheiße. Ja, du denkst jetzt auch, du bist dies. Ja, du denkst jetzt auch, du bist toll. Ja, du denkst jetzt auch, du bist so. Ja. Und gehen mit dir so. Aber on the low sind es deine größten Fans. On the low schauen sie alle zu dir auf. On the low inspirierst du sie alle. On the low. Immer und immer wieder. Aber sie sind zu stolz, es zuzugeben. Sie sind zu neidisch. Sie wollen genauso sein. Sie wollen so sein wie du. Sie wollen du sein. Die wollen in deinen Fußstapfen sein. Aber eins ist sicher. Die können niemals in deinen Fußstapfen sein. Denn deswegen sind es ja deine Fußstapfen. Niemand kann in deinen Schuhen laufen, außer du selbst. Manche denken es, die könnten in meinen Schuhen laufen, aber die könnten nicht einen Tag in meinen Schuhen laufen. Niemand. Und ich könnte auch nicht in deinen Schuhen laufen. Genau so ist das. Jeder hat seine eigenen Schuhe. Aber die gucken, was hast du für eine Schuhgröße, was hast du für Schuhe, warum hast du Jordans an, ich habe aber hier Puma und vergleichen die Schuhe die ganze Zeit. So im bildlichen Sinne jetzt. Vergleichen sich mit dir, das meine ich damit. Ihre Probleme mit dir. Du sagst denen so beispielsweise, durch was du gerade so gehst, ja, und anstatt dass die dir zuhören, sagst du gerade, ey, ich struggle so hart, ich verliere gerade Geld, dies, das, jenes, ja, ich hab's gerade echt nicht leicht, aber ich kämpfe mich durch. Und dann kommen die, anstatt zu sagen, ja, Mann, Bro, du schaffst das, ey, ich glaube an, egal, was du gerade erlebst und sowas, du wirst da rauskommen. Ich glaube an dich. Anstatt so zu sein, dann betteln die mit dir. Ja, und ich habe auch gerade voll die schwere Zeit, mir geht's auch gerade. Nimm dich in Acht vor diesen Menschen, die dann mit dir betteln, wer gerade am härtesten struggelt. Diese Menschen sind die ganze Zeit in einem Konkurrenzkampf mit dir. Die ganze Zeit. Achte auf diese Menschen. Achte auf diese Menschen, die ganze Zeit in so einem fucking Konkurrenzkampf mit dir sind. Die es dir nicht gönnen. Diese Menschen gönnen dir nichts. Diese Menschen gönnen es dir nicht. Dass du dir gerade dein Leben so aufbaust, wie du dir es aufbaust. Dass du immer stabiler wirst. Dass du immer klüger und weißer und weiser und schlauer und schöner und besser wirst. Immer besser aussiehst und sonst was. An dir arbeitest. Das gönnen die dir nicht. Die gucken nur zu. Von der Seitenlinie, von hinten, die gucken immer nur von hinten zu, ja, mit ihren Monokeln und sowas und mit ihren Ferngläsern. Stalken dich aus, ja. Stalken dich aus wie dieser, sehen aus wie dieser Monopoly-Guy, ja, mit diesem Monokel, ja. Nur noch mit diesem Dagobert Duck-Blick, ja, diesen nicht neidischen Blick, diesen gierigen Blick so auf sein Geld. Mit Monokeln. So. Wie Dagobert Duck, wenn jemand versucht, sein Geld wegzunehmen. So, und er rastet direkt aus. So sehen die dir zu. So zwischen Dagobert Duck und Monopoly Guy. Ja, so sehen die aus. So kannst du dir das Bild nicht vorstellen, wie die dich dann stalken. Deswegen,
Wenn ihr Social Media habt, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wenn ihr so eine Familie habt, ja, wenn ihr so Freunde habt und sonst was, die gucken die ganze Zeit, gucken eure Stories, kein Like, kein Kommentar. Du postest ein Bild, die liken das nicht. Weil sie neidisch auf dich sind. Und so oft hatte ich das. Auch im Sport und sowas. Ja? Sogar dann der eigene Trainer und sowas ist neidisch auf dich. Nur weil du immer besser wirst, immer schneller vorankommst und ihm das auf den Sack geht, wie schnell du lernst. Wie viel besser du wirst. Auf einmal der Trainer ist dein größter Hater. Ihr habt euch auf Social Media, der sagt nie was. Sagt nie was, ja, gönnt es dir nicht. Ja. Stell dich dann bloß vor anderen, verarscht dich die ganze Zeit. Das sind diese Menschen. Die gucken dich, die stalken dich die ganze Zeit aus. Denk nicht eine Sekunde, nur weil die nichts liken, dass sie das nicht sehen. Die sehen es ganz genau. Die sehen es ganz genau. Und manche sind sogar so, das sind die ersten, die es sehen. Man kann doch auch so einstellen, direkt benachrichtigt werden von dieser Person, was weiß ich. Manche, die haben direkt die Benachrichtigung an, dass die alles von dir sehen. Dass die alles von dir sehen. Manche sind so, die wollen direkt alles sehen, weil sie so neidisch sind. Das sind confused Fans. Deine Hater sind confused Fans. Eingeschüchterte Fans. Das sind das. Eigentlich sind es deine größten Fans, aber ihr Neid ist zu groß dafür, um das zu zeigen. Ihre Gier ist zu groß. Oder wie heißt das andere fucking Wort? Ihr Stolz ist zu groß. Ihr Ego ist zu groß. Dass sie dir, deswegen können die dir dann nichts Gutes sagen. So, ey, Fabrizio, ich sehe, du wirst immer besser hier. Ja, man, mach weiter. Du inspirierst uns hier. Du wirst immer besser und das ist cool. Und wir gönnen dir das. Nix. Nix. Die kommen dann sogar noch mit Kritik. Die kommen dann sogar noch mit, nächstes Auto ist immer besser. Hör mal auf damit. Und wollen dich unten sehen. So sind diese Menschen. Es ist traurig, aber wahr. Deswegen achtet auf diese Menschen. Ich wollte jetzt einfach nur diese Message geben, damit ihr jetzt mal darüber nachdenkt. Mit wem ihr euch so umgibt. Wie ist euer Circle? Wie ist euer Kreis? Sind da noch Menschen, bei denen ihr genau diese Gefühle habt, so? Bei denen ihr genau diese Denkweise so habt? Ey, warte mal. Wir haben uns auf Social Media, wir haben uns auf Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, wo auch immer, ja. TikTok, was auch immer, ja. Und du postest deinen Shit, ja, wirst du mal besser. Und die sind still. Die sagen nix. Sagen nix. Immer wenn sie dich sehen, die reden nur über sich selbst. Das meine ich mit diesem Konkurrenzkampf. Die reden nur über sich selbst, weil sie nichts von dir hören wollen, weil sie sich so klein fühlen, weil du so große Dinge machst, dass sie nichts von dir hören wollen. Weil jedes Mal, wenn du von dir berichtest, was du alles so am Erreichen bist, fühlen sie sich dann schlecht. Weil sie mit dir in Konkurrenz sind. Weil sie genau wissen, dass sie unter dir stehen. Dass du besser bist als sie. Die wissen das ganz genau, dass du mehr erreichst als sie. Und deswegen sind sie neidisch. Und deswegen wollen sie nichts von dir hören. Und deswegen stalken sie dich nur und sagen nichts. Das war jetzt der komplette Breakdown. Wer das nicht verstanden hat, ich habe es versucht, so simpel und so einfach wie möglich zu erklären. Schalt dein Gehirn ein. Und bevor jetzt irgendwelche dummen Kommentare kommen, ja, aber manche haben auch einfach gar keine Zeit, was zu schreiben. Ah, geht nicht. Du musst mir nicht jedes Mal was schreiben, wenn du einen Post siehst, musst nicht alles liken. Musst du nicht. Aber wenn du nichts likest und nichts sagst und nur guckst, weiß ich, wer du bist. Definitiv, ich lasse mich doch nicht verarschen. Ich bin doch nicht dumm. Ich weiß ganz genau, wie diese Menschen sind. Die ganze Zeit nur beobachten mit ihren Monokeln und Ferngläsern. Und von hinten schauen. Ja? Sollen sie alle von hinten schauen? Genetik hat es auch einmal am besten gesagt. Sie können mich verfolgen, aber folgen können sie nicht. Sie können mich verfolgen, aber folgen können sie nicht. Das hat mich geprägt, wie ich das gehört habe. Ich weiß nicht, welches Lied das mehr war, aber ich glaube, das war beim DNA-Album. Ja? Also beim ersten, nicht beim zweiten, beim OG-Album. Ja? DNA. Sie können mich verfolgen, aber folgen können sie nicht. Und so ist es. Deswegen beobachten sie dich nur, weil sie nicht mit dir Schritt halten können, weil sie nicht mit dir mithalten können. Und deswegen sind sie so zu dir. Deswegen sind sie neidisch auf dich, weil sie genau wissen, die könnten niemals so sein wie du. Die könnten niemals das tun, was du tust.
Deswegen geben die dir auch Bad Vibes. Auf einmal dann kommt so eine Nachricht, du bist voll auf deinem Ego-Trip. Du denkst jetzt auch, du musst jetzt hier die Welt erobern. Du denkst jetzt auch, dann kommen diese Shaming-Taktiken. Damit du dich ja schuldig fühlst, dass du ja was am Erreichen bist. Du darfst ja nicht erfolgreich werden. Diese Welt will dir eintrichtern, dass es böse ist, erfolgreich zu sein. Dass erfolgreiche Menschen alles Arschlöcher sind. Oh, wir sind so böse. Erfolgreiche Menschen sind so böse. Ja, und Menschen, die mehr im Leben wollen, die sind so böse. Bullshit. Man, don't fuck me up. Das denke ich mir jedes Mal. Man, don't fuck me over. Don't fuck me up. Man. But I get it. Es gibt einfach diese neidischen Motherfucker. Es gibt einfach diese neidischen Motherfucker. I get it. Deswegen gib nichts auf die. Ich will dir einfach nur dieses Bewusstsein geben, diese Awareness. Ja, dass du jetzt mal darüber nachdenkst. Okay? Britzo hat recht. Ich habe wirklich so diese sogenannten Freunde, diese Freunde da in meinem Kreis. Und ich hab genau dieses Gefühl, dass die mich nur beobachten, aber die sagen nie was. Du hast jetzt, bis jetzt hast du die ganze Zeit gedacht, warum ist das so? Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden, was das Problem ist. Das Problem sind sie, nicht du. Das Problem sind sie. Sie haben Ego-Probleme. Die haben mentale Probleme. Die haben emotionale Probleme. Die haben sonst irgendwelche Probleme. Die haben Ego-Probleme. Ja. Ja, das ist das. Das sind diese Menschen. Deswegen tun die das, was die tun. Deswegen gönnen die es dir nicht. Deswegen kommen die niemals zu dir und sagen, ey, mach weiter, ich sehe, was du tust. Lass dich niemals aufhalten. Deswegen kommen die niemals so, weil sie genau wissen oder weil sie denken, sagen wir es so, aber anders wäre es eigentlich, das ist eigentlich voll falsch. Die denken, wenn sie das jetzt zu dir sagen, dass du immer besser wirst und immer besser wirst und so und immer mehr vorankommst und dann gar keinen Bock mehr auf die hast und dann so komplett aus denen rauswächst und sowas, aus der Familie rauswächst und einen Scheiß dann auf die Familie gibst oder auf die Freunde gibst und sonst was und dann komplett so weggehst und sonst was. Aber die verstehen eins nicht. Wenn die mal ein supportender Mensch wären, hättest du viel mehr Bock auf die. Da hätte ich viel mehr Bock auf die. Jedes Mal habe ich mir das gedacht, Alter, aber wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Warum kannst du mir nicht einfach sagen, das, was du denkst? Ich sehe doch, du beobachtest mich. Ich sehe doch, du stalkst mich. Ich sehe doch, dass du meine Posts und dass du alles von mir siehst. Warum sagst du nichts? Ich habe es auch eine lange Zeit nicht verstanden, bis ich irgendwann dieses Bewusstsein bekommen habe. Bis ich es irgendwann gecheckt habe. Ah, die sind in einem Konkurrenzkampf mit dir. Ah, die gönnen es mir nicht. Ah, die sind neidisch. Ah, okay. Okay. Now I get it. Now I understand. Ah, okay. Deswegen ist es wichtig, das zu wissen. Damit du nicht deine Energie verschwendest mehr für diese Menschen. Deswegen, sobald du dann merkst, du machst was mit denen, da merkst du es auch direkt. Und die reden nur über sich, nur über sich, nur über sich, nur über sich. Lassen dich nicht aussprechen, reden nur über sich. Da weißt du direkt, die sind in einem Konkurrenzkampf mit mir. Wenn Menschen nur über sich selbst reden und nichts von dir hören wollen, die sind in Konkurrenz, die sind in einem Konkurrenzkampf mit dir. Wenn Menschen dich nur beobachten und sagen nie etwas, die gönnen es dir nicht. Die sind neidisch auf dich. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich lasse es jetzt hier stehen. Peace out. Let's go. Love.